Ich freue mich ganz, ganz besonders, den Sebastian Böttger begrüßen zu dürfen, der mich auch schon ganz toll zum Kaffee eingeladen hat zu sich in der Firma. Und ich freue mich, dass er gewissermaßen zu einer Veranstaltung eingeladen wird, die eher selten ist im Rahmen der Technologievergleiche. Auf eine Konferenz, die für eine Technologie ist, zu gehen und eine andere zu vertreten vor einem Publikum, das in erster Linie eher, würde ich jetzt mal sagen, Plone-Anwender, vielleicht Fans, manche Leute haben auch einen tief sitzenden Hass, obwohl sie es trotzdem benutzen müssen. Die könnten dann nachher vielleicht zu den Statements von Sebastian mehr klatschen. Ganz schön, ganz toll, dass du da bist, herzlichen Dank. Und das kann man nicht hoch genug schätzen. Und auch dir, Stefan, als Moderator, herzlichen Dank, dass du dich bereit erklärt hast. Wir hatten drei Moderatoren, die haben alle abgesagt. Am Schluss wurde es erstes, aber nicht die letzte, sondern die beste Lösung. Nein, also von der Begeisterung, auch von der Vorbereitung. Sie wissen alle, der Patrick ist ausgefallen vom Organisationsteam. Es wurde irgendwie alles etwas eng und etwas schwierig. Und ohne sein Engagement wäre auch diese Veranstaltung eher in Skype-Konferenzen, bei denen ich zumindest nicht aufgetaucht bin, dann geendet, wo dann niemand hier stehen würde. Herzlichen Dank an dich. Ich übergebe dir das Mikro. Du kannst den Timo vorstellen. Ich will nicht das Podium übernehmen. Ich wollte nur wirklich auch von der Organisatorenseite ganz herzliches Willkommen an euch beide, an Timo sowieso, aber das macht der Stefan. Danke, Philipp. Und ganz kurz, kannst du noch ein Wasser bringen? Ja, ich will noch was. Es gibt die Möglichkeiten, Fragen zu stellen. Dazu sind die gelben Zettel da. Am Ende der Veranstaltung bringt es dann nichts mehr, weil die muss ja irgendjemand einsammeln und dann vorlaufen. Wenn euch während der Veranstaltung was einfällt, was gewissermaßen als Frage noch nicht aufgetaucht ist oder was Sie sehr interessiert, schreiben Sie es kurz auf einen Zettel, wir gehen nachher mit einer Kiste rum und geben die dem Stefan Hüller, dann wird es hoffentlich oder eventuell noch in die Moderation mit einfließen. Okay. Danke, Philipp. Jetzt darf ich schon meine ersten zwei Seiten weiterblättern, das wäre nämlich alles mein Text gewesen. Aber gut, ich darf dich trotzdem zitieren, Philipp. Wir werden die beiden CMS nicht wirklich vorstellen können, dazu ist die Zeit viel zu kurz. Aber ein Einblick in die Unterschiede und Gemeinsamkeiten sollte auch völlig ahnungslosen Besuchern vermittelt werden. Das war ein Originalsatz aus deinen Vorbereitungen und ich denke mir, der passt wunderbar. Wir werden natürlich auch tiefer einsteigen, sobald das funktioniert, sobald wir die beiden Systeme vergleichbar haben, werden wir natürlich in die Tiefe gehen. Aber wichtig ist es tatsächlich, einen Überblick erstmal zu gewinnen, um hier tatsächlich einfach zu vergleichbaren Daten zu kommen und auch die Entscheidung für ein CMS, das heißt das eine oder andere, entsprechend forcieren zu können. Jetzt darf ich noch vorstellen den Timo Stollenberg als Co-Entwickler von Plone. Zu meiner Linken, Sebastian war schon angesprochen. Meine Frage an euch beiden, ich fange jetzt dann mit dem Sebastian an. Sebastian, woran arbeitet ihr gerade und wie seid ihr grundsätzlich oder wie bist du jetzt grundsätzlich zu Typo 3 gekommen? Woran ich arbeite? Ja, ich bin ja kein Core-Entwickler, insofern arbeite ich jetzt nicht direkt am Produkt Typo 3, sondern ich vertreibe es lediglich. Beziehungsweise ich habe eine Firma mit inzwischen 23 Mitarbeitern hier aus München. Das ist eine der größten Typo 3 Agenturen und wir benutzen Typo 3 um im Prinzip, bisschen leiser. Wir benutzen Typo 3 um im Wesentlichen alle möglichen Website-Produkte damit umzusetzen. Mhm. Weil wir haben es ja in der Vorbereitung schon mal kurz durchgesprochen, es ist nicht irgendwie ein klassisches CMS, so dass ich halt auch nicht nur CMS-Systeme damit aufsetzen kann, sondern es ist ein Framework mit sehr vielen Bausteinen für ein CMS. Okay. Aber der Haupteinsatzbereich ist dann doch CMS. Oder? Ja, das ist richtig. Okay. Danke, Sebastian. Timo, jetzt zu dir. Wenn du dich kurz vorstellst und sagst, was du so jetzt in Bezug auf deine Core-Entwicklung treibst und auch ansonsten. Ja, also in Bezug auf die Core-Entwicklung habe ich vor 2 Jahren ein neues Diskussions-Plugin. Wie bitte? Lauter. Ich habe vor 2 Jahren angefangen, ein neues Diskussions-Plugin für Plone zu schreiben, im Rahmen eines Google Summer of Codes, was eigentlich fertiggestellt ist, woran ich noch teilweise arbeite. Weiter habe ich auf letzten Sprints an Dexterity zum Beispiel gearbeitet, einem neuen Content-Typ-Framework für Plone.
Und bin seit einigen Monaten im Continuous Integration Team, also kümmere mich um das kontinuierliche Testen von Plone, Sicherstellung von Codequalität von Plone und so weiter. Nur meine Rolle optisch zu unterstreichen. Also jetzt, wenn es an die beiden Systeme geht, bin ich jetzt möglicherweise Entscheider in einem mittelständischen Unternehmen und überlege mir, wir brauchen ein CMS. Welches wollen wir wählen? Ich bin mittlerweile so weit in meinen Gedanken und in meinen Erwägungen, dass ich sage, ich möchte keine Closed-Source-Software mehr einsetzen. Ich möchte ein Open-Source-Management-System haben. Aber welches nehme ich? Ich schaue mir die verschiedenen Systeme an. Es gibt ja mehrere auf dem Markt. Ich möchte andere jetzt nicht ansprechen, die ja jetzt hier auch nicht teilnehmen können. Aber ich habe mich so weit durchgerungen, mich entweder für Typo 3 oder für Plone zu entscheiden. Ja, so. Ja, warum bin ich so weit? Es gibt ja für mich als Entscheider, als Geschäftsmann, sage ich mal, geht es vor allem natürlich auch um Geld. Ja, wie gut kommen die Leute mit dem System zurecht? Wie weit kann ich damit arbeiten? Wie komme ich voran? Es sind aber auch Fragen, die Technik angehen. Die Architektur, wenn ich sehe, Typo 3, ein klassisches LAMP-System, kann man nicht viel falsch machen. Ja, wenn ich jetzt mit SOAP nicht oder mit Plone nicht Bescheid weiß, dann sehe ich halt SOAP Application Server drunter und eine objektorientierte Datenbank. Ja, funktioniert denn das? Also alles Erwägungen, die für einen neuen natürlich durchaus interessant sind, ja, und die ich denke, die zu klären sind. Ja. Außerdem grundsätzlich natürlich habe ich immer noch Mitarbeiter in der Firma, die sagen, ja Moment, warum Open Source? Jeder kennt doch den Code. Die Lücken sind doch dann auch die im System eindringen wollen, bekannt. Die haben es doch einmal ein viel leichteres Spiel, an unsere Daten zu kommen. Nee, das ist sicherheitstechnisch sehr, sehr kritisch. Ja. Gut, das sind jetzt die Sachen. Also die Punkte, die jetzt, sage ich mal, für die Entscheidung eines CMS durchaus zu Beginn wichtig sind. Und jetzt die Frage natürlich an die beiden Fachmänner. Wie sieht es aus? Zahlen und Fakten zu den Systemen. Fangen wir mit dir an, Timo. Ja. Gerne. Okay, also hier sind ein paar nackte Zahlen und Fakten zu Plone. Die Anzahl der Kernentwickler liegt bei 340. Also das sind eben die Entwickler, die Code in den Kern von Plone selbst eingepflegt haben. Also keine Add-on-Entwickler. Codezeilen liegt ungefähr leicht unter Typo 3, 360.000. Die Entwicklung hat begonnen 1999. Das erste Release ist 2001 rausgekommen und seitdem, ich habe es gestern nochmal nachgeguckt, haben wir jedes Jahr ein neues Major Release rausgebracht. Plone ist in über 40 Sprachen übersetzt, hat laut der angegebenen Webseite da den besten Security Record aller wichtigen Content Management Systeme und was ein wichtiger Punkt ist, was Typo 3 eben auch hat, dass es eben eine Plone Foundation bzw. eine Typo 3 Association, glaube ich, gibt, die sich eben darum kümmert, dass das Eigentum, das Warenzeichen von Plone und der Code gesichert sind, also dass nicht eben eine Firma zum Beispiel die Entwicklung beeinflusst, sondern dass Plone und ich denke Typo 3 auch eben wirklich reine Open Source Systeme sind, wo eben eine Vielzahl von Entwicklern und Firmen eben mitarbeiten. Mhm. Danke, Timo. Sebastian, wie sehen die Zahlen bei Typo 3 aus? Ja, also so Folien habe ich jetzt nicht vorbereitet. Grundsätzlich kann man sagen, wir haben ungefähr mehr als 1000 Agenturen weltweit, die Typo 3 anbieten. Und davon sind, sagen wir mal, mindestens über 100 Agenturen hier aus Deutschland, welche, es summt immer noch sehr, kann ich sagen. Ist das vielleicht, weil das Mikro so? Nee. Ja, es sind ungefähr 100 Agenturen hier in Deutschland, welche rein auf Typo 3 basiert arbeiten. Also der größte Entwicklungsstandort von Typo 3 ist ja auch hier in Deutschland bzw. im Dachbereich. Und das sind die Community-Agenturen. Wenn ich jetzt noch die ganzen Agenturen dazu zähle, welche, also Kreativagenturen, Marketingagenturen, die eben auch alle Typo 3 anbieten, dann habe ich ja wahrscheinlich allein hier in Deutschland ungefähr 500 Agenturen, die das System an sich anbieten.
Bei Type 3 ist uns ganz wichtig, dass die Leute, die es anbieten, es auch können. Deswegen hat die Type 3 Association eine Zertifizierung ausgerufen. Ich bin auch im Zertifizierungsteam drin. Also ich gehöre dem Zertifizierungsteam und dem Security-Team an. Deswegen habe ich halt so ein bisschen Hintergrundwissen. Aber ich kann nicht sehr tief in die Code-Tiefe einsteigen. So ein bisschen weiß ich was, weil ich bin auch Informatiker, aber ich schätze mal, dir kann ich nicht das Wasser reichen. Aber rein generell gibt es halt sehr, sehr viele Agenturen, die das System anbieten. Und wir haben ca. 5000 Erweiterungen frei erhältlich, alle zentral organisiert im Typo 3 Extension Repository. Und es gibt inzwischen zwei Major-Versionen von Typo 3, beziehungsweise die eine ist gerade in der Entwicklung, das ist Typo 3 5.0, welche auf im Prinzip den gleichen Konzepten beruht wie Plone, also zumindest so, wie ich das aus dem Vorgespräch rausgehört habe. Und eben Typo 3 4, aktuelle Version Typo 3 4.6, welche jetzt inzwischen ungefähr 8 Jahre alt ist, damals ursprünglich vom Kaspar Skahoy entwickelt wurde und inzwischen ungefähr, sagen wir mal, 50 Core-Developer hat, die halt wirklich sich ständig treffen und dann eben auch in Code-Sprints das Produkt weiterentwickeln. In den Fünferstrang wird dieses Jahr 200.000 Euro rein investiert, also die Association sammelt ja Geld ein jedes Jahr. Und in etwa das gleiche Budget wird wahrscheinlich in den Viererstrang rein investiert und der Rest teilt sich auf in die einzelnen Teams wie Usability-Team, wie Security-Team, das Certification-Team und so weiter und so fort. Darf ich da eine kurze Zwischenfrage ja? stellen? Wenn du sagst, Geld wird investiert, bedeutet das, dass Entwickler bezahlt werden? Ja, Entwickler werden bezahlt, unter anderem, um Typo 3 weiterzuentwickeln. Also wir haben natürlich auch den ganz normalen Weg, aber rein generell, gerade um den Fünferstrang weiterzuentwickeln, wird zumindest mal dieses Jahr 200.000 Euro in ungefähr 3 Entwickler reingesteckt, die rund um die Uhr dieses Produkt weiterentwickeln. Also nicht rund um die Uhr, halt einfach ganz normaler Ganztagsjob. Und ansonsten wird das meiste Geld dafür aufgewendet, dass die Leute eben zu den Treffen kommen können. Ja, also Codesprints kommen können und, und. Okay, aber gibt es da keine Konflikte dann? Also wenn ich mir jetzt überlege, ich bin Typo 3 Entwickler und ja, opfere meine Freizeit und sonst und ich weiß dann eben, dass es da 3 Leute gibt, die Vollzeit bezahlt werden. Also, natürlich, das gibt definitiv Konflikte. Deswegen hat sich auch die Association jetzt momentan in der Struktur gewandelt. Also früher war das, ich will jetzt nicht sagen diktatorisch, aber es gab halt quasi die obersten 10, die im Prinzip Entscheidungen getroffen haben und das wurde jetzt mit der letzten General Assembly komplett gewandelt. Wir haben jetzt ein EAB, wo 6 Leute drin sitzen, welche von der Community Vorschläge annehmen, wofür das Geld verwendet sein soll und wir haben ein BCC, ein Business Control Committee, welche letzten Endes darüber entscheiden, ob die Vorschläge dann angewendet werden können oder nicht. Weil im Endeffekt es gibt natürlich mehr Wünsche, was entwickelt werden soll, wofür das Geld investiert werden soll und so weiter und so fort, als im Endeffekt Geld da ist und irgendwer muss dann halt sagen, okay, in welche Richtung wollen wir uns eigentlich entwickeln und dafür sind diese Kontrollinstanzen da. Die Diskussion ist uralt, ob man jetzt quasi Geld in Entwickler investieren soll oder nicht, das ist klar. Können wir auch später nochmal darüber reden, weil wir haben in der Plone-Community die gleiche Diskussion, gerade wir machen das eben nicht, was den Grund nicht genannt hat. Weil es Konflikte geben kann, aber das würde jetzt zu weit führen. Ich hätte noch eine Frage zur Verbreitung von Typo 3 und von Plone auf dem deutschen Markt. Wie sieht es da aus? Wie viel Prozent Marktanteil sind jeweils vorhanden? Ich würde gerne noch ein paar Zahlen nachliefern, die Sebastian genannt hat, nur um es vergleichbar zu machen mit den Zusatzprodukten. Ich weiß gar nicht, du die genannt das hast. Die wollen wir das nachher machen? Ja, okay. Machen wir ihn doch. Ja, dann müssen wir doch auf die Erweiterung müssen wir noch genauer eingehen. Aber wie sieht es aus grundsätzlich? Wie weit sind die beiden Systeme im deutschen Markt vertreten? Also ich habe im Internet ein bisschen recherchiert vor ein paar Tagen, nennt sich CMS-Crawler, welche die rausgerenderten Seiten nach bestimmten Charakteristika abgrappen, welche eben typisch sind für Typo 3 oder andere Systeme. Und im deutschen Raum haben wir eine Verbreitung von gerundet 20% Typo 3 und 1% Plone. Ich möchte nicht in Frage stellen, dass Typo 3 grundsätzlich in Deutschland weiter verbreitet ist als Plone. Weltweit bin ich mir nicht sicher. Bei den Zahlen zu CMS-Crawler, ich habe mir mal angeguckt, wie die das machen.
und was sie auch selbst dazu sagen, also die werten eigentlich nur den Meta-Tag aus, der bei Chrome bei den meisten Seiten einfach nicht gesetzt wird, weil da eine andere Seite vorgeschaltet wird. Und ich würde mal davon ausgehen, dass die meisten Systeme halt so LAMP-Systeme sind, dass die bei LAMP-Systemen relativ gut rausfinden können, ob es eine Typo-3-Seite ist, und bei Plone ist das eben ein bisschen schwieriger. Also da, selbst bei Experten ist es schwierig herauszufinden, ob das eine Plone-Seite ist. Deshalb bei den Zahlen müsste man gucken, wie schätzt du es denn ein? Also der Punkt ist, ich will dir gerne zugestehen, vielleicht sind es sogar 5%, ich weiß es nicht. Glaube ich aber nicht. Aber im Endeffekt, also warum ich so denke, ich arbeite jetzt schon ein paar Jahre in der Branche und ich habe das erste Mal von Plone gehört, als mich Philipp angerufen hat, ob ich hier sprechen möchte. Deswegen glaube ich nicht, dass es mehr verbreitet ist. Aber ich kenne die Situation halt ein bisschen mehr außerhalb von Deutschland, weil ich mehrere Jahre im Ausland gelebt habe, auch für Firmen in Spanien und England gearbeitet habe. Und auch wenn man sich so CMS-Vergleiche anguckt auf internationaler Ebene, ist da Typo 3 relativ selten bei eigentlich. Plone aber relativ oft. Mhm. Deshalb, wie gesagt, am deutschen Markt, ich habe in meinem Freundes- und Bekanntenkreis fast ein halbes Dutzend Leute, die in Typo 3-Agenturen arbeiten. Und ich weiß auch, dass es relativ viele Typo 3-Agenturen gibt. Und jetzt nochmal, um die Zahlen nachzuliefern für Plone. Also für Plone gibt es eben ungefähr 100 Dienstleister im deutschsprachigen Raum. International, glaube ich, so um die 600. Ist ein bisschen weniger als die Typo 3-Agenturen, gerade auch im Bereich von reinen Werbeagenturen ist, glaube ich. Dienstleister oder Agenturen? Dienstleister. Okay, also gut, dann müssen wir die Zahl erhöhen. Ja. Okay, ja. Also danke schon mal für den Disput. Das heißt jetzt für mich als Entscheider, wenn ich in Deutschland bleibe, dann sehe ich mich natürlich dieser Marktpräsenz von Typo 3. Sehe ich mich ausgesetzt, bis ich sehe, da gibt es sehr viele Möglichkeiten, ja, gibt es sehr gute Unterstützung, habe ich viele Agenturen. Wenn ich natürlich jetzt aber sehe, ich möchte expandieren, ich möchte in die Welt, dann sehe ich vielleicht möglicherweise, dass ich mit Plone besser zurechtkomme. Die Frage ist ja, ob das System besser geeignet ist, nur weil es weiter verbreitet ist. Also das würde ich mal grundsätzlich in Frage stellen. Das war ja nicht die Frage. Nee, klar. Das war ja nicht die Frage. Aber für einen Entscheider. Also wenn ich Entscheider bin, das ist schon dann klar. Würde ich... Aber gerade der Entscheider sagt sich ja, ich muss ja für die Zukunft gerüstet sein. Und wenn ich jetzt mit meinem Dienstleister, der im Plone-Fall, also ich meine, wie viele Agenturen gibt es wirklich, die Plone machen, die, sagen wir mal, mehr als 10 Mann haben? Darüber habe ich keine Zahlen. Ich kann halt nur sagen, wie viel Dienstleister sozusagen auf der Soap.de-Seite gelistet sind als Dienstleister, die sagen, wir bieten Soap-Dienstleistungen an. Das sind von Freelancern, wie jetzt in meinem Fall, bis hin halt zu größeren Firmen. Das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, dass der Vorteil von Open Source oder vom Einsatz von Open Source Software ist ja eigentlich, dass ich eben wechseln kann. Wenn ich jetzt eine Oracle-Datenbank habe, dann da gibt es natürlich auch noch andere Dienstleister, aber ich bin eigentlich festgelegt. Und bei Open Source, Typo 3 wie auch Plone, ist eben der Vorteil, wenn mir der Plone-Dienstleister nicht gefällt, gehe ich zum nächsten. Und ich glaube, da ist auch mit 100 Dienstleistern ist auch Plone nicht schlecht aufgestellt. Klar, wie gesagt, Typo 3 gibt es mehr, das will ich nicht bestreiten. Mhm. Aber ich glaube, da reden wir nicht über erst eine Größe bei Plone, wo das ein Problem ist, dass ich keinen Dienstleister finde in Deutschland. Gut, wir können ja auch zum Schluss dann nochmal drüber sprechen, wenn es um Zukunft geht, was die Entwicklung der beiden Systeme angeht. Wir haben ja jetzt momentan nur den Ist-Stand besprochen und nicht das, was sich in Zukunft vielleicht ereignen wird. Also möglicherweise ergeben sich ja da noch Punkte, die interessant sind anzusprechen. So, jetzt haben wir genügend Zahlen und Fakten gesehen. Jetzt wird es mal Zeit, dass wir auch tatsächlich was beobachten können. Ja? Jenseits vom Verstand muss das Herz des Entwicklers doch zumindest jetzt mal sehen, was tut sich denn da so. Und ich denke, wir starten mit dem Timo. Der Timo wird jetzt via Screencast ein CMS einrichten. Er wird eine Startseite anlegen und modifizieren, einen passenden Benutzer dazu, möglicherweise ein Unterverzeichnis oder halt, damit eine navigierbare Struktur entsteht. Wir brauchen ein Login, damit der Wechsel vom anonymen Frontend zum Workend sichtbar wird und vielleicht einen kleinen Workflow, der zeigt, wie sich ein Artikel, jetzt, der frisch vom Autor kommt, über einen Workflow, also halt über einen Redakteur dann hin, letztendlich veröffentlicht wird. Dass wir das mal in beiden Systemen sehen, wie sieht das aus, wie ist so das Handling, damit ich denke, ich auch die Plone-Leute, die hier vor allem sitzen, auch sehen, was passiert denn jetzt auf Typo 3-Seite im Vergleich zu Plone. Timo. Ja, ich entschuldige mich vorab schon mal bei allen Plone-Entwicklern für diesen dreiminütigen Screencast, weil es wahrscheinlich für
alle Leute, die Flow kennen, etwas langweilig sein wird, aber um die Vergleichbarkeit herzustellen, muss ich den zeigen. Das ist ein bisschen unscharf, glaube ich. Ja, das könnte an dem Screencast liegen. Nee, der ist, obwohl doch, kann sein, ja. Also hier ist eben eine Soap-Instanz aufgesetzt und als Entwickler oder Benutzer oder Administrator, was auch immer, erstelle ich meine... Ich habe Probleme mit dem Netzwerk. Ich kann halt auch mobiles Breitband versuchen zu wechseln, aber... Hast du es nicht am Rechner? Den Screencast habe ich nicht offline. Ja. Dann starten vielleicht mit Sebastian. Ja, und dann kann der Timo das in der Zeit runterladen und dann zeigen. Sebastian, bitte. Ich bin auch nicht drauf. Achso, ja. Also vielleicht ganz kurz wegen der Vergleichbarkeit. Es gibt, wie vorhin schon gesagt, Type 3 ist ein Framework und wir haben vor ungefähr einem Jahr ein sogenanntes Introduction Package zur Verfügung gestellt, was out of the box vorkonfiguriert ist, dass man einfach sich sofort einloggen kann, automatisch einen Backend-User anlegen kann, die ganzen verschiedenen Content-Elemente, die es so gibt, schon vorgestylt zur Verfügung gestellt bekommt. Und ich habe heute Morgen einfach mal das Introduction-Package runtergeladen und installiert und habe das einfach aufgenommen. Also, vielleicht ganz kurz, mit runtergeladen meine ich, ich habe es wirklich einfach nur runtergeladen, ausgepackt, habe das Webroot, also den Localhost, auf das Verzeichnis draufgesetzt und dann ist das Erste, was man sieht. Ich wähle also zuerst die Datenbankverbindung aus, kann dann überlegen, in welche Datenbank will ich meine Daten reinschreiben oder ich erzeuge eine neue. In dem Fall habe ich jetzt einfach die schon bestehende genommen. Spiele jetzt die Daten ein, vorkonfiguriert aus dem Introduction Package. Es dauert jetzt ein paar Sekunden. Few minutes, was da steht, halte ich für ein bisschen übertrieben. Das muss dann schon ein sehr langsamer Server sein. Und im nächsten Schritt in der Introduction Package kann ich mir dann überlegen, in welcher Farbe ich meine Frontend-Seite haben möchte. Also das dort ist die Seite, wie sie gleich aussehen wird. Da lege ich mir jetzt ganz kurz meine Nutzer an und sage dann, okay, ich möchte es in der Farbe haben. Ja, fertig. Das war's? Ja, im Prinzip ja. Ich habe noch ein paar andere. Bist du soweit? Ich kann es live zeigen. Ich habe kein Netz hier überhaupt nicht. Ich kann nicht mal E-Mails schicken mit dem Link. Ich werde es dann einfach live zeigen. Ja, dann zeig du erstmal und ja. Ich kann vielleicht noch so zwei, drei Sachen, die du in deinem Screencast drin hast, dann nachliefern. Ja, okay, super. Bitte, Timo. Dann kannst du mich umschalten? Ja, dann. Also das ist eben der Startbildschirm, wenn ich Soap bzw. Clone installiert habe und es im Browser aufrufe. Ich kann hier eine neue Clone-Seite erzeugen. Kann hier oben den Namen ändern und schon Zusatzprodukte installieren, wenn ich das möchte. So sieht die nackte Clone-Seite aus. Ich kann hier eben die Startseite bearbeiten,
Hier haben wir den Rich Text Editor, in dem, bei dem ich zum Beispiel Bilder einfügen kann, den Text bearbeiten kann und so weiter. Clone passt Navigation automatisch an, wenn man Inhaltstypen hinzufügt. Also wenn ich hier zum Beispiel einen Ordner hinzufüge, darüber kann ich eben die Navigationsstruktur einer Seite erstellen, indem ich einfach verschachtelte Ordner habe, habe hier oben dann die Navigationsleiste. Es gibt auch noch weitere Navigationselemente, die ich eben anpassen. Ich kann hier verschiedene Inhaltstypen hinzufügen. Zum Beispiel also ein Ordner ist jetzt ein Reiter oder wie? Genau, ein Reiter oben, da sieht man, okay, dass da Programm ist. Dann können wir hier sagen, Shootout, dann haben wir eben eine Seite. Ich kann in Clone einen Benutzer anlegen, wenn man das kennt. Es gibt eben, Clone stellt eine ausgefeilte Benutzerverwaltung dem Benutzer zur Verfügung mit Gruppen, verschachtelten Gruppen und so weiter. Ich kann neue Benutzer eben in verschiedene Gruppen aufnehmen, wenn ich das möchte. Ups. Angenommen, ich möchte eine Konferenz-Webseite erstellen und habe hier ein Programm und die Benutzer, die ich anlege, sollen selbstständig in der Lage sein, ihre Inhalte einzustellen, kann ich hier über Freigabe definieren, dass man in diesem Ordner neue Inhalte hinzufügen kann, angemeldete Benutzer in dem Fall. Ich habe eben den neuen Benutzer-Account erstellt, wenn ich mich jetzt auslogge und als dieser neue Benutzer einlogge, sehe ich hier, dass ich keine Schreibrechte habe. Also ich sehe die nackte Clone-Seite sozusagen. Wenn ich in das Programm gehe, sehe ich, dass ich hier eben diese grüne Leiste habe. Das heißt, ich habe da die Rechte, neue Inhalte hinzuzufügen, kann dann eben auf Hinzufügen gehen, eine neue Seite erstellen. Dann kann ich diese Seite erstellen. Dann kann jede Seite, die in Clone erstellt wird, ist am Anfang privat. Das sind Clone Workflows, also Arbeitsabläufe, die sehr, sehr mächtig in Clone sind und Clone eben auch zum sehr mächtigen System machen, gerade in größeren Organisationen, bei Universitäten, größeren Firmen und so weiter. Das heißt, ich als normaler Benutzer ist dieser Workflow im Moment so definiert, dass ich eben Inhalte nicht veröffentlichen kann sofort, sondern die eben erstmal einreichen muss. Also kann ich hier eben den Schatz von privat eben zur Veröffentlichung einreichen. Machen. Das heißt, ich habe den jetzt eingereicht, kann den aber jetzt nicht veröffentlichen. Das muss eben der Administrator oder der Reviewer machen. Dafür logge ich mich eben jetzt wieder als Administrator ein. Wenn ich das kannst du wahrscheinlich so konfigurieren, dass im Prinzip jeder einfach alles machen kann, oder? Genau. Ich werde später im Screencast auch noch zeigen, wie man Through-the-Web-Workflows definieren kann. Das ist eben ein sehr mächtiges Konstrukt. Also da kann man auch zwischendurch eben definieren, zum Beispiel, wenn ein Workflow-Status wenn ein Übergang in einen neuen Workflow-Status kommt, dann werden Mails verwendet, werden Aktionen ausgeführt und so weiter. Das ist halt ein sehr elegantes und schönes System eigentlich. Und eben als Administrator oder als Reviewer kann ich eben dann hier das veröffentlichen, zurückweisen, auch mit einem Grund oder eben zurückziehen. Ich veröffentliche das jetzt. Und wenn ich mich jetzt wieder auslogge, sehe ich eben, dass deshalb ist der Screencast schön, der Ordner ist auch privat gestellt, deshalb sieht der Benutzer jetzt im Moment nichts. Aber auf den Ordner selbst kann man nicht zugreifen, okay? ja, aber prinzipiell ist es eben dann veröffentlicht. Ich kann es auch noch veröffentlichen. Eben das Programm ist noch privat, das heißt, das muss ich noch veröffentlichen. Und wenn ich mich dann auslogge, dann sehe ich hier eben das Programm und eben den veröffentlichen Artikel. Ja, wunderbar, Timo, danke schön. Sebastian, wolltest du noch was nachlegen? Ja. Achso, du hast natürlich jetzt, doch, du hast gezeigt, zum Beispiel, wie man Benutzer einlegt. Mhm. Also grundsätzlich muss man dazu sagen, hatten wir ja auch schon viel darüber diskutiert, bei Plone gibt es wohl im Prinzip nicht Backend und Frontend getrennt.
sondern eben eine Seite, und bei Typo 3 ist strikt getrennt, was Frontend und Backend ist. Also ich kann zwar mein System auch so einrichten, dass ich über einen Frontend-Account mich automatisch ins Backend einloggen kann, aber rein theoretisch habe ich strikt getrennte Systeme voneinander. Formulareditor hast du noch nicht gezeigt, ne? Nee, werde ich aber später zeigen. Also vielleicht hier mal ganz kurz, wie man im Backend einen neuen Nutzer einrichtet. Also das ist das Backend. Ich habe auf der linken Seite einfach meine ganzen Module, mit denen ich irgendwelche Aktionen ausführen kann. Die sind natürlich auch quasi alle abschaltbar, und auch alle Aktionen in diesen Modulen sind eben konfigurierbar, ob das ein Nutzer jetzt darf oder nicht. Aber das jetzt alles zu zeigen, ich kann es gleich mal kurz, glaube ich, anreißen, weil ich durch die Navigation da oben durchtippe. Aber ich kann hier halt einfach meine Nutzernamen und Passwörter vergeben. Hier kann ich quasi sagen, was darf der alles sehen, wenn ich es nicht schon in irgendwelchen Gruppen definiert habe. Also ich hatte bei dem jetzt schon eine Gruppe ausgewählt. Ich kann ihm hier sagen, er darf nur sich von bestimmten Domains aus einloggen oder halt in einer bestimmten Domain sich einloggen. Und ich kann auch sagen, der Nutzer existiert nur für eine bestimmte Zeitdauer. Gut, jetzt also die gesamten Tools durchzugehen, wäre ein bisschen viel. Das war ein Backend-Nutzer, und wenn ich einen Frontend-Nutzer eingeben möchte, mache ich das auch im Backend im Endeffekt. Halt, das ist Frontend-Editing, das ist was anderes. Wenn ich einen Frontend-Nutzer eingeben möchte, dann gehe ich auf das List-Modul, habe dann irgendwo einen Ordner. Also bei uns sind das Systemfolder, wo wir dann eben bestimmte Datensätze eintragen können, zum Beispiel Webseitenbenutzer. Die Daten, die wichtig sind, sind immer mit so einem kleinen Ausrufezeichen markiert. Diese ganzen Felder kann ich natürlich erweitern. Also das sind die, die standardmäßig jetzt einfach drin sind. Und auch die Frontend-Benutzer kann ich einfach auf eine bestimmte Domain runterstrippen. Also der Witz an dem System ist ja, ich kann für verschiedene Äste verschiedene Domains zuweisen. Ich kann also hier, wenn ich will, ein komplettes 1-und-1-System mit abbilden. Macht natürlich keinen Sinn, aber wenn ich will, kann ich das machen. Formulare hast du noch nicht gezeigt, ne? Das war in deinem Screencast drin. Dann kannst du das den machen. Meister Spieler. Welche Einschränkungen hat denn jetzt dieser Frontend-User? Der Frontend-User darf überhaupt nichts machen, wenn ich ihm nicht irgendwelche Rechte gebe. Du kannst ihm aber alle Rechte geben, sodass er kein Backend benötigen würde. Nein. Er darf im Frontend darf er keine Seiten anlegen und gar nichts, sondern ein Frontend-Benutzer ist dafür da, zum Beispiel in eingeschränkte Bereiche einzudringen. Also ich kann im Typo 3 ganz einfach sagen, diese Seite hier, die darf jetzt nur jemand sehen, der in dieser Gruppe oder dieser Gruppe oder in dieser Gruppe und dieser Gruppe. Das ist ein Berechtigungsmanagement, genau. Das heißt, wenn ich jetzt angenommen, ich hätte eine Universität und ich möchte Institutsmitarbeitern erlauben, Inhalte zu bearbeiten, dann müssten das Backend-Nutzer sein. Das muss ein Backend-Benutzer sein. Beziehungsweise es müsste ein entsprechender Backend-Nutzer existieren, und ich kann ihm das so einrichten, dass er mit seinem Frontend-Benutzer automatisch auch ins Backend sich einloggt. Was ist dann der Use Case für die Frontend-Benutzer überhaupt? Also für was benutzt man dann diese Frontend-Nutzer, damit die was machen können? Für Einschränkungen. Also wenn du zum Beispiel ein Intranet-System hast, wo sich Leute eben einloggen müssen, um sich dort zu bewegen, dann sind das Frontend-Benutzer. Die dürfen aber keine Seiten anlegen oder sonst irgendwas, sondern die dürfen sich wirklich nur im Frontend bewegen. Okay, aber jetzt um dein Beispiel vom Intranet aufzugreifen, wenn ich ein Intranet habe, möchte ich auch, dass das Benutzer was einstellen. Ja klar, kannst du auch machen, musst nur die entsprechende Erweiterung für platzieren. Du kannst eben auch die Möglichkeit geben, eine Seite einzulegen, musst du halt eine entsprechende Erweiterung installieren. Okay, aber das, ja gut, das ist aber dann eben kein Teil des Kerns, sondern dann muss ich genau, die das ist eine Erweiterung, die man aus dem zentralen Typo 3 Extension Repository runterladen kann. Okay, ja, sehr schön. Wir hatten noch zum Thema Updates und Upgrades. Wie sieht es denn aus in den beiden Systemen? Wie lang werden denn welche Produktlinien, sage ich jetzt mal als Nichtwissender, wie lang werden die gepflegt?
in welchem Zeitraum muss ich dann auf das neuere System wechseln? Wie viel Aufwand bedeutet das? Was erwartet mich da, wenn ich jetzt neu einsteige? Soll ich an? Thibaut. Ja, fang an. Also prinzipiell hat sich die Situation bei Updates und Upgrades von Plone, die Plone-Entwickler hier, die etwas länger dabei sind, wissen das, sehr, sehr stark verbessert, wenn man sich überlegt, wie viel Aufwand es war, von einer 2.1er auf 2.5 vielleicht zu kommen oder 2.5 auf 3. Das ist mit relativ hohem Aufwand verbunden. Die Migrationen, seit der 3.0er-Version sind sehr, sehr viel besser und sehr, sehr viel einfacher geworden. Also die schweren Upgrades haben wir sozusagen hinter uns in Plone, und das, was vor uns liegt, da werden wir am Ende noch drauf kommen. Da wird sich auch in dem Kernsystem nicht so viel ändern, dass diese Upgrades wirklich schwerer werden. Also da ist Plone im Moment in einer sehr, sehr guten und glücklichen Situation. Sicherheitsupdates werden prinzipiell für Plone für zwei Major Releases zur Verfügung gestellt. Das heißt, das ist im Moment für den 3er-Zweig und den 4er-Zweig. Der 2.5er-Zweig wird eben zurzeit nicht mehr mit Sicherheitsupdate versorgt, offiziell. Faktisch war es aber so, dass wenn wir hatten, glaube ich, ein oder zwei Sicherheitslücken im letzten Jahr, dass die auch, wenn die 2.5er betroffen war, trotzdem noch die Sicherheitsupdates bekommen haben, auch wenn es nicht sozusagen offiziell versprochen worden ist im Vorhinein. Wie gesagt, der 3er-Zweig wird nicht mehr mit Sicherheitsupdates offiziell das wird eingestellt, erst wenn die 5er-Version rauskommt. Wann die rauskommen wird, ist bisher noch nicht klar. Das liegt an, ist, weil eben die Upgrades so einfach sind, ist es eigentlich eine reine Marketingentscheidung, wann die 5er-Version rauskommt, weil technisch sich die Basis nicht so grundsätzlich ändern wird. Deshalb ist noch nicht klar, wann die 5er-Version rauskommt, wann wir eine Version 5 nennen. Wie viele Jahre sind denn jetzt schon vergangen seit der 2.5er-Version? Seit der 2.5er müsste ich nachgucken. Seit der 3er, die noch unterstützt, das wäre von 2007. Das heißt, wir wären jetzt im fünften Jahr von der Unterstützung. Und davon kann man ausgehen, dass das auch weiterhin so bleiben wird. Also okay. Sebastian, bei Typo 3, wie sieht es da aus? Ja, unsere Release-Zyklen sind ein halbes Jahr. Das heißt also, jedes halbe Jahr kommt eine... Na, das ist ein völlig anderes Bild. Ich habe gerade das Bild gesucht, was ich euch in der Vorbereitung geschickt habe, aber ich habe es leider nicht mehr gefunden, weil ich war auf einem anderen Rechner unterwegs. Ich kann mal kurz gucken. Wir haben, ja, das wäre nicht schlecht. Also generell haben wir Release-Zyklen, die erstrecken sich um über ein halbes Jahr. Und jedes halbe Jahr kommt eben eine neue meiner Version im Prinzip raus. Also 4.x, und das X ändert sich dann. Die zweite, also die Major-Version 5.0, die ja noch gar nicht existiert, ist gerade in der Entwicklung. Und geplant war sie für Ende dieses Jahres. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sie dann auch kommt. Es gibt eine Demo von der 5er-Version, die heißt Phoenix, und die findet sich auf phoenix-demo-typo3.org, falls irgendwer sich damit mal beschäftigen möchte. Ist für Plone-Entwickler wahrscheinlich wesentlich interessanter wie die 4er-Version, weil eben das Konzept, was dahinter liegt, ein ähnliches ist. Also mit Abstract-Oriented Programming, Domain-Driven Design. Also ich kenne nur die Buzzwords, ich kann jetzt keinem erklären, was das jetzt bedeutet. Also ist aber ja, ich glaube, ihr kennt das alle. Sebastian, ist es eine Weiterentwicklung oder spaltet sich da ein eigener Ast ab? Das ist ein eigener Ast, aus dem jetzt schon gebackportet wird in den 4er-Zweig. Also es gibt sogenannte Erweiterung, die nennt sich XBase, und XBase ist eine Erweiterung, auf dessen Basis man Erweiterungen schreiben kann wie im 5er-Zweig. Dadurch habe ich die Möglichkeit, später, wenn die 5 rauskommt, wirklich abzugraden auf den 5er. Also die Möglichkeit besteht. Wir haben nicht das Problem, dass quasi das, was wir jetzt im 4er entwickeln, wir später im 5er nicht mehr benutzen können. Wir können also einen kompletten Architektur-Switch dann machen. Weil wir, also natürlich, wir müssen Namensräume und sowas müssen wir dann ändern. Aber grundsätzlich funktioniert das. Technisch interessieren, weil du hast eben gesagt, nur wenn man mit XBase arbeitet. Also wenn man mit den alten Versionen geht es nicht. Also ich kann nicht sämtliche Erweiterungen, die jetzt existieren, alle 5000, kann ich dann nicht portieren auf den 5er. Das funktioniert nicht. Ja, klar. Aber wenn man jetzt mit der neuen Art und Weise, die jetzt seit ungefähr anderthalb Jahren existiert, entwickelt, dann funktioniert das. Mein zweiter Geschäftspartner ist übrigens der Teamleader vom XBase-Team. Insofern
können wir das ganz gut. XSpace ist was? XSpace ist, steht im Prinzip für Extension Basis. Also, okay, also ist sozusagen der Standard für, genau, für Extensions. Hm? Richtig. Würde mich interessieren, technisch interessieren, weil wir in der Plon-Community oder in der SOAP-Community besser ein ähnliches Problem hatten mit SOAP 3, was komplett dann aspektorientiert, komponentenbasiert, der Architektur, eben dieser Übergang. Da wurde dann extra eben ein Paket geschrieben, was diese neueren Mechanismen und die komponentenbasierte Architektur eben sozusagen in SOAP 2 erlauben. Das haben wir geschafft, aber es war halt auch nicht einfach deshalb. Ja, es ist genau das Gleiche. Timo, haben wir das Bild? Nee, leider nicht. Okay. Er hat mir per Skype geschickt. Ja, gut. Okay. Also grundsätzlich, wir haben Release-Zyklen von einem halben Jahr und wir sagen, es gibt eine obsolete Version, die wird natürlich noch unterstützt und dafür gibt es offiziell auch Security-Updates und eben die zwei Folgeversionen. Also sprich, es werden immer drei Stück unterstützt. Und dann gibt es eine Longtime-Support-Version, das ist aktuell die 4.5, also die letzte Version. Und die wird insgesamt drei Jahre lang unterstützt, weil sonst hat man einfach das Problem, dass ich heute sage, ich möchte ein Typo-3-Produkt haben und in anderthalb Jahren wird das dann nicht mehr unterstützt durch Security-Updates. Das heißt, also ich bin gezwungen, auf eine neue Version draufzugehen, was zwar kein Problem darstellt, aber teilweise ein Problem bei den großen Firmen darstellt, weil die halt einfach sagen, nee, also da müssen wir erstmal hier die und die Sicherheitsmechanismen an. Alles muss getestet und so weiter. Okay, dann gut, dann gehen wir ein bisschen weiter ins Detail. Oh, vorne. Könnt ihr noch irgendwie ein Wasser bekommen? Super. Okay, also, jetzt haben wir hier zwei Systeme. Wenn ich als Entwickler schaue mir das an und denke mir, wie geht denn das? Also, die Seiten sind ja schnell erstellt, das sieht ja bei beiden gut aus, kein Problem. Aber erstes Problem, mein Chef sagt, das ist schwarze Buchstaben auf weißer Seite. Wir haben ein Corporate Design, das muss jetzt angepasst werden. Wie funktioniert das? Wie geht es in beiden Systemen, dass ich ein Redesign schaffen kann? Wie viel Zeit, wie viel Aufwand bedeutet das? Ist das ein riesiger Act oder geht das in zwei Minuten? Würde mich interessieren. Wer möchte starten? Timo. Okay, also in der Vergangenheit war das ein Problem für Plone. Das Problem war, dass um ein Plone-Theme zu erstellen, dass man eigentlich sehr genau wissen musste, wie Plone intern funktioniert, also wie einzelne Komponenten funktionieren, wie sie registriert werden und so weiter. Das hat eben dazu geführt, dass die Theme-Situation in Plone eben nicht so gut war, wie wir es gerne hätten und dass eben auch der Aufwand relativ hoch ist, dass man eben immer einen Plone-Entwickler daran setzen muss und auch nicht so gut mit Agenturen zusammenarbeiten kann, wenn die zum Beispiel HTML-Teams liefern. Das hat sich aber in den letzten Jahren sehr stark gebessert durch einen neuen Theming-Mechanismus, der das sehr stark vereinfacht, der es erlaubt, einem Entwickler, der nur HTML und CSS Grundwissen hat, eben ein Plone-Theme zu erstellen. Das würde ich dann jetzt mal kurz vorführen, ja, in dem Screencast, den ich sogar offline habe. Du musst wechseln. Oh, ja. Also da wird wieder die Plone-Seite erstellt. Da wird eben jetzt dieser neue Theming-Ansatz, der für alle Versionen ab Plone 3.3 verfügbar ist, installiert. Das muss eben zurzeit noch als Zusatzprodukt installiert werden. Das wird aber in der nächsten Plone-Version wahrscheinlich der Standard werden. Das Theming kann komplett through the web passieren. Ich werde das jetzt auch through the web vorführen. Prinzipiell ist so ein Through-the-Web-Ansatz natürlich nicht schlecht, allerdings würde ich jedem Entwickler raten, das eben auf dem Filesystem zu machen, um solche Dinge zu haben wie Versionskontrollsysteme, um vielleicht Tests schreiben zu können beim Theme und so weiter. Nichtsdestotrotz ist es natürlich trotzdem nett, sowas Through-the-Web zu machen. Da sehen wir eben das Theming-Control-Panel, wo man eben links die Basic-Settings hat, wo man eben ein Theme auswählen kann, was installiert ist. Also man kann mehrere Themes installiert haben und da beliebig switchen.
Man kann Themes importieren, die werden mittlerweile als reine ZIP-Dateien verteilt. Das heißt, ich muss mir wirklich nur eine stehende ZIP-Datei runterladen auf einer Seite und kann dann eben so mein Plonk-Theme installieren. Ich kann Themes verwalten, da sehe ich eben die existierenden Themes und ich kann auch through the web eben ein neues Theme erstellen. Das machen wir jetzt an einem Beispiel. Und zwar gibt es die Typo 3 Developer Days, das sind eben die Plone-Konferenzen sozusagen für Typo 3. Und der, was ich jetzt vorführen möchte, ist eben, wie wir Plone in diese Typo 3 Developer Days Seite eben einbauen. Das ist eben ganz nett für einen Kunden zum Beispiel, der zu einem Entwickler kommt und sagt, wie sähe denn meine Seite, die ich jetzt habe, in System X in Plone aus. Also das heißt, ich muss das HTML-Team nicht haben, alles, was ich brauche, ist eine URL. Das Team erstelle ich jetzt, das nenne ich Typo 3 DD. Ich möchte das nicht sofort installieren, ich möchte es nicht sofort eingeschaltet haben. Und hier sehe ich jetzt eben die für das Clone-Theming notwendigen Daten. Die wichtigste Datei ist eben diese Rules-XML-Datei. Das Theming funktioniert so, dass man eben diese bestehende Plone-Seite hat. Plone bringt ja immer ein Standard-Theme mit. Und eine Seite, die ich eben themen möchte. Und was man da eben macht, ist mit Hilfe von CSS3-Selektoren oder XPath-Ausdrücken, wenn man kompliziertere Sachen haben möchte, wählt man sozusagen Teile aus den Inhalten aus und sagt, an welche Stelle sie eben themen soll. Ich werde da gleich noch im Detail drauf eingehen. Die Konfiguration kopiere ich da rein. Die besteht eben oben in dem Theme. Typo 3DD-Theme eben nur aus der URL, wo eben die HTML oder in dem Fall eben die PHP-Datei ist und die restlichen vier Zeilen Code sind eben sozusagen diese Verdrahtung von Inhalt und Layout. Dann habe ich eine weitere Datei, da sieht man noch, dass da noch eine Theme-CSS und Theme-HTML-Datei ist. Das wären sozusagen die Dateien, wenn man selbst ein Theme entwickeln möchte, da wir jetzt ein Remote Team haben, brauchen wir das nicht. Und diese Manifest-Configure-Datei, da muss ich eben noch einen Prefix setzen, damit die ganzen CSS- und JavaScript-Dateien korrekt geladen werden, dass sie eben nicht von Plone geladen werden, sondern wirklich von der Remote-Seite. Zusätzlich muss ich noch ein Sicherheitsfeature von dem Theme, dass man eben explizit freigeben muss, dass ich Ressourcen von anderen Servern laden möchte oder das erlauben möchte, weil normalerweise möchte man das ja eben nicht. Das heißt, das muss ich noch freischalten, dass das erlaubt ist. Und ich muss dieses Prefix eben noch setzen, damit die CSS, JavaScript-Dateien und so weiter korrekt gelesen werden. Und das war es eigentlich schon. Was ich jetzt noch machen muss, ist eben das Theme einschalten. Da kann ich eben, sieht man hier, dass man zwischen zwei Themes auswählen kann. Das, was wir erstellt haben, wähle ich aus. Und diese Theme-Settings-Seite ist nie gethemed, deshalb sieht die noch wie Plone aus. Einfach aus Sicherheitsgründen, weil ansonsten könnte ich mir das Theme zerschießen und dann komme ich auf die Seite nicht mehr drauf. Da die nur für Administratoren sichtbar ist, ist das nicht so wichtig. Und wenn ich jetzt auf die Startseite gehe, dann sehe ich da jetzt in der ganzen Pracht die Typo 3 Developer Days-Seite. Bestimmte Teile sind da ersetzt worden. Das Logo und die Navigation konnte ich leider nicht ersetzen, weil das komplette Bilder sind und die Navigation auch Bilder im HTML-Code drin hat, was nicht so ganz sauber ist. Deshalb hätte ich da mit XPath dran gemusst, das habe ich mir gespart. Was ich ersetzt habe, wie man jetzt sieht, ist eben Willkommen bei Plone, also eben den Haupttext. Dann sieht man da eben die Breadcrumb-Leiste, die von Plone ersetzt worden ist. Also hier, wie gesagt, der Hauptcontent von Plone. Oh, so sagen, die sieht aber anders aus. Wie bitte? Die sieht aber anders aus. So sieht die nicht aus. Sind da unten die Teaser? Ja, ja, der kommen noch. Da sind alle Teaser. Und da unten ist eben der Footer, da wo Typo 3 vorher stand, das ist auch durch Plone ersetzt worden. Das sind jetzt nur ein paar kleine Beispiele. Da wird man natürlich dann noch eben weitergehen und eben die Navigation ersetzen und so weiter, beziehungsweise das ist ja jetzt eine existierende Seite. Beim Theme ist das ja ein bisschen anders. Ich werde jetzt nochmal kurz auf die Dinge, die wir ersetzt haben, waren ja Breadcrumb-Navigation, Haupt-Content und den Footer. Da werde ich jetzt nochmal kurz diese Rules zeigen. Also wie gesagt, oben ist eben die Grund-HTML-Datei, dann darunter sieht man den Content, da diesen CSS-Selektor
Sharp Content, das ist eben Plone, dann das darunter, das ist eben von Typo 3, dann eben die Breadcrumbs, dass die ersetzt werden und der Footer. Ist wie gesagt nur reines CSS, reine CSS-Selektoren, das heißt jeder, der HTML, CSS kann, sollte in der Lage sein, diese Dinge zu machen. XPath ist natürlich das Werkzeug für alles. Damit kann man die wildesten Transformationen vornehmen, wenn man das möchte. Ist vielleicht nicht was jeder Webentwickler kann. Aber prinzipiell kommt man mit diesen CSS3-Selektoren sehr, sehr weit. Und das ist ein sehr eleganter, meiner Meinung nach sehr eleganter Ansatz, um so eine Seite zu systemen. Die Technologie ist auch nicht Plone-spezifisch, das heißt, Typo 3 könnte die übernehmen oder jedes andere System. Die Technologie ist auch sehr, sehr nett, um verschiedene Systeme zu integrieren. Angenommen, ich habe eine Plone-Seite und ich habe einen Magento-Shop und ich möchte, dass die beide gleich aussehen, kann ich diese Technologie benutzen, um diese verschiedenen Systeme zu haben. Ich habe bei Kunden sowas im Einsatz, wo teilweise vier verschiedene Systeme sind, die über Single Sign-On verbunden sind und nur ein Theme haben. Das heißt, wenn ich das Theme auswechsle, muss ich nicht vier verschiedene Komponenten neu themen, sondern wirklich nur diese eine. Mhm. Ist sehr performant, weil es XLT ausspuckt und das direkt über Mod XLT, glaube ich, in Apache rein kann und so weiter. Sehr, sehr netter Ansatz und die Zukunft von Plone-Theme oder heute schon Plone-Theme eigentlich. Ja, danke Timo, sehr beeindruckend für den Entwickler, der davon noch nie gehört hat. Zuerst freut er sich, dann stockt ihm der Atem und er denkt an seinen Arbeitsplatz, ob der überhaupt noch gesichert ist und es so einfach funktioniert. Sebastian, wie sieht es bei Typo 3 aus? Hat der Entwickler da mehr Chancen zu überleben? Nicht viel mehr. Es gibt, kannst du umschalten? Es gibt bei Typo 3 einen ähnlichen Mechanismus, das nennt sich Templar Voila. Also rein generell haben wir keine Themes, sondern wir haben halt Template-Vorlagen, die wir nutzen können fürs Frontend. Weil, was soll ich themen? Ich weiß ja gar nicht, wie ich mein Frontend aufbauen will. Das kann sich ja völlig unterschiedlich gestalten. Und bei Temple of Allah habe ich eben die Möglichkeit zu sagen, okay, ich nehme jetzt hier meine HTML-Vorlagen und mein CSS, also das, was ich normalerweise so als Click-Dummy mir gebaut habe, und gehe dann ins Backend von Typo 3 und sage, okay, ich möchte jetzt diese Frontend-Seite nehmen und dieser Bereich hier, der ist jetzt der Bereich, wo der Content reinkommt, dieser Bereich, da möchte ich meine Navigation reinhaben und so weiter. Ich habe jetzt leider nur ein sehr schlechtes Beispiel gefunden. Also es ist die gleiche Seite und da sind, also ich habe mir, das da ist im Prinzip ein das ist ein Theme sogar, weil ich habe eine Erweiterung, die man themen kann. Aber rein theoretisch, wenn wir uns jetzt hier anschauen, das ist der Seitenbaum, also so wie das im Endeffekt ausschaut hinten im Typo 3. Und ich müsste jetzt, zeige ich noch was anderes? Ich glaube, ich zeige noch irgendwas anderes. Also so schaut es jetzt eben im Backend aus, wenn ich Templar Voila benutze, beziehungsweise das Templar Voila Framework, das ist wieder was anderes. Und ich kann jetzt einfach unter Behavior auswählen, ob ich jetzt eine Seite haben möchte, wo ich nur den Footer und den Header habe und den Content in der Mitte, oder ob ich eine linke Spalte haben möchte oder ob ich eine linke und eine rechte Spalte haben möchte, also ein Drei-Spalten-Layout. Das liefert halt einfach das Framework mit. Und deswegen, die Unterseiten werden jetzt bei dir wahrscheinlich nicht irgendwie in der Art und Weise gewesen sein wie bei uns, oder? Nee, das war jetzt meine Frage. Setzt du damit das Layout für eine Seite nur fest? Oder für, ich kann das Layout für eine Seite setzen, ja, und alle Unterseiten. Und okay, wenn ich dann auf irgendeiner Unterseite bin, kann ich das wieder überschreiben. Ja. Ganz kurz, das ist jetzt Templar Voila. Auf der rechten Seite sieht man also, dass dort ein Sys-Folder ist, wo diese ganzen Templates drin sind, die ganzen Mappings dafür. Und wenn wir jetzt da mal reingehen, dann sieht man hier dieses F1A Home Section Interior. Das ist genau das, was man gerade eben gesehen hat, was man sich auswählen kann. Hier nochmal mit kleinen Bildern, welche entsprechenden Themes das sind. Ich kann das auch für FCEs, also Flexible Content Elements, machen. Und dann kann ich sagen, welche entsprechenden Punkte aus diesem Element ich jetzt wie mappen möchte. Also das sehe ich jetzt hier und da sieht man schon, ich habe jetzt halt nicht eine komplette HTML-Vorlage, deswegen sehe ich dort nicht einfach eine ganz normale Seite, sondern wenn ich jetzt gleich in
woanders gehe ich jetzt gleich mal in den Source Code rein und dann sieht man einfach, da fehlt das komplette Body und irgendwelche CSS-Selektoren. Das ist halt einfach nur ein paar Diffs. Beziehungsweise ist es halt nicht gestylt. Diese ganzen Pre-Code-Header, Post-Code-Header und so weiter und so fort wurden hier jetzt in diesem Framework explizit extra reingemacht, weil bei Typo 3 gibt es eine sehr, sehr mächtige Skriptsprache, das nennt sich TypoScript. Und mit TypoScript kann ich eben ohne Kenntnisse von PHP oder HTML und CSS auch als Redakteur mir zum Beispiel meine Navigationsstruktur ändern. Ich kann irgendwelche Footer mir ändern und so weiter und so fort. Dafür muss ich aber natürlich TypoScript können, aber das ist eine relativ einfache Sprache, die man in einer Typo 3 Schulung von, sagen wir mal, 1 bis 2 Tagen lernen kann. Frage zu dem, ja? Weil, wenn ich es richtig verstanden habe, ist das komplett Typo Web basiert oder kann ich das genauso auch auf dem Filesystem entwickeln? Das ist auf dem Filesystem. Das ist ISO auch auf dem Filesystem. Genau, also ich habe das jetzt nicht irgendwie, im Prinzip ist es so, ich habe einfach nur meine HTML-Dateien. Und habe sogenannte Template-Objekte. Warte mal, vielleicht kann ich da nochmal auf die Seite zurückgehen, dann sieht man das besser. Hier sieht man das ein bisschen besser. Ich habe einmal Data Structures, also Datenstrukturen, das ist XML. Und ich habe Template-Objekte, das ist das hier. Und ich kann eben einem Template-Objekt mehrere Datenstrukturen zuweisen. Um dann eben zu sagen, okay, ich brauche einen Header, ich brauche einen Footer, ich brauche einen Content-Bereich, ich brauche eine Navigations-, ich brauche eine Breadcrumb und so weiter und so fort. Dafür gibt es auch eine GUI, die habe ich jetzt aber nicht gescreencastet, also das kann ich mir zusammenklicken. Kann das natürlich dementsprechend auch beschreiben und kann dann einfach sagen, okay, mir noch so ein kleines Bildchen hochladen, damit der Redakteur dann später auch weiß, was für ein Layout setzt er sich jetzt da rein. Und das ist auch komplett Roundtrip-fähig. Also das heißt, ich kann es auf das Filesystem dumpen, dann in der GUI bearbeiten und wieder zurückspielen, zum Beispiel in einer Version. Das HTML und so weiter? Ja. Oder das, was ich da jetzt mache? Beides. Das HTML sind nur meine Vorlagen. Also die kann ich halt von, die sind in meinem Filesystem drin, kann ich irgendwie versionsgesteuert machen, wie auch immer. Und wenn ich das einmal gemappt habe, ja. Und ich bastle an meinem Template rum, hat das keine Auswirkungen. Sondern der nimmt das Template, baut sich das dementsprechend um und speichert es in die Datenbank. Und wenn ich jetzt irgendwelche Änderungen mache am Template und sage, okay, ich möchte, dass die Änderungen auch live gehen, dann gehe ich da rein und sage einfach Änderungen übernehmen, also Update Mapping, und dann sind die auch live. Das heißt, das Mapping wird auch im Filesystem gespeichert oder in der Datenbank? Das Mapping wird in der Datenbank gespeichert. Okay. Es wird letzten Endes dann aus dem Filesystem ausgelesen, weil es gecached wird, aber es wird erstmal in der Datenbank gespeichert. Das hatten wir in Plone auch, dass wir teilweise eben solche Konfigurationsdateien in der CODB gespeichert haben. Das war immer ein bisschen unschön. Es ist aus meiner Sicht für einen Entwickler besser, wenn alles am Filesystem ist, weil dann habe ich alles im Versionskontrollsystem und wenn man solche Dinge in der Datenbank speichert, muss man das eben through the web editieren. Dann hat man immer Angst, dass man irgendwas kaputt macht. Bei einer Live-Seite ist das natürlich auch wieder komplexer. Weil eigentlich beim Deployment schiebt man ja keine Live-Daten rum, sondern eben nur Code. Sehe ich ein bisschen kritisch. Gebe ich dir sogar recht. Ja. Gebe ich dir sogar recht. Deswegen gibt es ein Häkchen, dann kann ich es im Filesystem abspeichern. Okay. Okay. Ja, danke euch. Sehr schön. So, jetzt ist der Entwickler soweit aufgeschlaut. Er weiß, was er machen muss. Sagt jetzt, ja, die Seiten, das ist ja, sieht ja alles recht einfach aus. Wenn er dann später zu Hause davor sitzt, sagt er, puh, wie war das nochmal? Wie sieht die Community aus? Wo kriege ich Support her? Wie komme ich zurecht mit dem neuen System? Also worauf muss ich schauen, wenn ich mich für eins der Systeme entscheide? Kann ich meine Leute als Autodidakt groß werden lassen? Gibt es Communities? Wie werden sie unterstützt? Jeweils. Timo. Also zuerst mal von der großartigen Plone-Community, was ich wirklich aus vollem Herzen sagen kann. Ich bin sehr gerne Mitglied dieser Community, es sind alles sehr, sehr nette und sehr, sehr smarte Leute. Ich habe ja auch andere Open-Source-Communities schon gesehen, was bei die Plone-Community ist wirklich enorm freundlich, gerade auch zu Einsteigern. Also wenn Fragen gestellt werden, auch Fragen, die zum
hundertsten Mal vielleicht gestellt werden. Die werden in den allermeisten Fällen sehr, sehr freundlich beantwortet. Wir haben natürlich, wie die meisten Open-Source-Projekte auch, die Tycho 3 wahrscheinlich auch, die diversen Mailinglisten, IRC. Wir haben in Deutschland natürlich die DZUG, die jetzt zum Python-Software-Verband umfirmiert, die sich eben darum kümmert. Wie gesagt, wir haben die Dienstleister, die auch Schulungen anbieten. Wir haben die Konferenzen, wo immer wieder Trainings angeboten werden, die sehr hochwertig sind, wo eben neue Entwickler herangeführt werden. Wir haben Sprints, die offen sind, zumindest die meisten, wo eben neue Entwickler auch willkommen sind, von allen, auf allen, die auf allen Ebenen sind, also auch Einsteiger. Da denke ich, ist die Versorgung sehr, sehr gut und die Voraussetzung für einen neuen Entwickler sehr gut. Mhm. Danke, Timo. Ich habe jetzt gerade eine Frage aus dem Publikum da, die passt wunderbar. Sebastian, was ist der durchschnittliche Schulungsbedarf für einen Redakteur bei Tycho 3? Der durchschnittliche. Also ich würde mal sagen, es kommt auf die Seite an. Wenn es eine ganz normale Seite ist, braucht der Redakteur einen halben Tag. Also im Endeffekt, man hat ja diesen Baum hat man ja gerade eben gesehen. Da kann ich sehr schön sehen, die gesamte Navigationsstruktur ist da ja abgebildet. Und wenn ich da draufklicke, habe ich auf der rechten Seite die ganzen Inhaltselemente. Und wenn ich da draufklicke, habe ich einen What You See is What You Get Editor. Also diesen klassischen. Ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist, dass ich ihm genauso wie bei Plone auch dieses Frontend-Editing ermögliche. Da kann ich dann halt einfach da oben meine Inhaltselemente da unten reinziehen. Kriege dann hier die Möglichkeit, also das ist auch so, wie es im Endeffekt im Backend aussehen würde, kann das dementsprechend dann formatieren. Wichtig ist, diese ganzen Elemente, also es ist alles konfigurierbar. Also ich kann dem Redakteur im Prinzip alles so weit runterstrippen, dass er wirklich nur noch das machen kann, was er im Endeffekt auch können soll. Und das, was er nie braucht, zeige ich ihm einfach gar nicht an. Das heißt also, im einfachsten Fall braucht der Redakteur einfach nur eine kurze Einführung. Ich gucke ihm kurz über die Schulter, hier schau mal, hier so und so kannst du es machen. Das reicht in der Regel aus. Wenn wir irgendwie komplexe Webanwendungen machen, wo es dann eben doch sehr kompliziert ist, wo wir irgendwelche Gimmicks reinbauen mussten, irgendwelche Sondertags oder sonst irgendwas, dann heißt es natürlich schon, okay, man braucht hier mal eine kleine Schulung von vielleicht einem halben Tag oder sowas, aber länger ist es nicht. Okay. Eine konkrete Frage war noch Ordner und Dokument anlegen. Wie schaut das aus? Was ist ein Ordner? Ja, wie legt man den an? Ach so, ja, Struktur. Strukturgebende Elemente, wie sieht das aus? Wir haben einen Plon vorher gesehen, hinzufügen, Ordner. Wie ist es jetzt im Tycho 3? Da wird, glaube ich, der Unterschied deutlich in der Datenspeicherung, dass das Plon eben mit der CODB eine Objektdatenbank hat. Das heißt, wir haben immer Parent-Objekte. Und sozusagen Container und Tycho 3 basiert ja eben auf einer relationalen Datenbank. Das heißt, das sind einfach nur IDs und der Tycho 3 Baum, das werden einfach nur auch über Parent Pointer in der relationalen Datenbank wahrscheinlich Elemente sein. Das heißt. Das ist richtig, ja. Das sind in der relationalen Datenbank einfach Elemente. Man muss jetzt dazu sagen, ich habe jetzt hier einen Admin, dadurch habe ich natürlich alles sichtbar. Wenn ich einen Redakteur konfiguriere, dann hat der im Prinzip nicht mehr wie dieses Modul, das ist das Seitenmodul, das Listmodul und vielleicht noch das Viewmodul. Wenn ich Workflows anlegen möchte, dann hat er noch die Workspaces. Ansonsten wirklich nur diese drei Module. Und bei dem Seitenmodul habe ich eben die ganzen Seiten, die existieren. Jetzt kam vorhin die Frage nach dem Ordner. Ich nehme an, damit ist gemeint, wie kann ich quasi eine neue Seite anlegen, beziehungsweise wie kann ich die Seitenstruktur verändern. Das hier ist die komplette Seitenstruktur. Also dieser Baum, das ist genauso, wie es im Frontend auch sichtbar ist. Und wenn ich jetzt eine neue Seite anlegen möchte, dann klicke ich einfach auf diesen Baum drauf und sage Actions New. Und dann sagt er mir, wo möchte ich es gerne einfügen? Ja, entweder unter Welcome to Tycho 3 oder aber direkt quasi auf der gleichen Ebene oder ganz woanders. Wenn ich das jetzt hier einrichte, kann ich hier quasi sagen, okay, das ist die neue Seite. Und ganz wichtig,
In der Default-Konfiguration ist es so, dass die Seite erstmal versteckt ist. Hier habe ich es ein bisschen geändert, also deswegen ist die nicht versteckt, aber wenn ihr es mal zu Hause ausprobiert, dann müsst ihr hier den Haken rausnehmen. Das seht ihr aber auch daran, dass dann hier so ein kleines rotes Symbol erscheint, das Stoppzeichen. So, wenn ich das jetzt abspeichere und dann habe ich hier die neue Seite. Das hier sehe ich natürlich jetzt nur alles, weil ich im Backend jetzt eingeloggt bin. Okay. Ich würde gerne noch was Kurzes ja? zu dem Tim. Backend sagen und zur Schulung des Aufwand. Was ich glaube, was einer der ganz großen Stärken von Clone ist, ist die Usability und das User Interface, die den Schulungsaufwand eben sehr, sehr gering halten. Also ich als Dienstleister habe sehr, sehr wenig Schulung. Wirklich extrem wenig Schulung, weil die meisten Anwender einfach so damit klarkommen. Typo 3 fährt halt, wenn man sich das Backend mal anguckt, eben so einen Ansatz eigentlich relativ viel, im Backend zumindest, dem Nutzer zu zeigen. Natürlich hat Typo 3 auch viel Funktionalität, das hat Clone aber auch. Clone fährt eben diesen, kommt sozusagen von der anderen Seite und versteckt von Anfang an sehr, sehr viel. Wenn wir vielleicht mal kurz umschalten, jetzt hat man das Typo 3 Backend und dagegen das Clone Frontend dann sozusagen, was ja das Backend ist. Da sieht man eben hier, dass man als angemeldeter Benutzer eben nur hier die Möglichkeit hat, also dass man sieht, dass man angemeldet ist, Konfiguration hat und so weiter und dann eigentlich nur diesen grünen Bereich, diese Leiste hier. Also das heißt, sehr wenig Dinge, die oder Layout-Elemente, die den Benutzer ablenken, bei Typo 3 hat man eben drei Spalten Layout. Da kann man sich schon mal schnell verlieren. Ich würde mal sagen, das hängt vom Typ ab. Also ich persönlich komme damit besser zurecht als damit. Also ich glaube, Jomla und Co. haben einen ähnlichen Ansatz und damit bin ich nie zurechtgekommen. Okay. Aber schalt noch mal ganz kurz um. Weil du gerade gesagt hast, dass Typo 3 halt einfach dieses mächtige Backend hat, von wegen viele Funktionalitäten und so weiter. Klar. Aber so würde ich das auch nie einem Redakteur geben, sondern es gibt halt einfach bei uns eine vorkonfigurierte Gruppe, das ist zum Beispiel der Simple Editor jetzt hier. Die spiele ich demjenigen ein, der es dann später pflegen soll. Und dann sieht das Ganze so aus. Also dann habe ich auch nicht mehr so viel. Okay, also nur die nötigsten Funktionen, die ihr braucht. Wunderbar. Ich hätte nur eine Zuschauerfrage, die glaube ich die Sache auf den Punkt bringt. Deswegen möchte ich sie gleich so nennen. Was kann Typo 3, was Clone nicht kann? Weiß ich nicht. Okay. Weil ich nicht weiß, was Clone alles kann. Ja, du hast ja zu Beginn schon gesagt, Typo 3 ist ein Framework und Clone ist jetzt eher CMS, also deckt einen Teilbereich vielleicht ab. Dessen, was eine Framework-Funktionalität vielleicht ausmacht. Gibt es da etwas, wo man sagt, das kann Typo, das finden wir bei Clone nicht? Ich glaube nicht, dass es irgendwas gibt, was Typo 3 kann, was Clone nicht könnte. Das ist wirklich im Prinzip die Gretchenfrage, also die ich mir als Entscheider stellen würde, wie viele Dienstleister habe ich in meiner Gegend? Und basiert es jetzt auf Python oder PHP? Ja. Weil ein PHP-System ist halt auch einfach wesentlich leichter zu pflegen. Ich finde dadurch natürlich auch wesentlich leichter die Dienstleister, die günstiger sind, weil PHP-Entwickler günstiger im Endeffekt sind als Python-Entwickler. Ja, das ist... Ich würde dagegen sagen, dass Python-Entwickler effektiver sind und mehr leisten können. Ah. Jetzt wartet. Bekriegt euch nachher noch. Ehrliche Frage. Also, welche Kontraindikationen sind für beide Systeme vorhanden? Wann setze ich sicher nicht Clone ein und wann setze ich nicht Typo 3 ein? Timo. Ja, also ich glaube generell, dass nochmal zu der Fragestellung, ich glaube generell, dass man nicht sagen kann, Typo 3 ist ein besseres System als Clone oder umgekehrt. Oder überhaupt sagen kann, das ist das beste CMS. Es gibt immer nur Anforderungen, die man hat. Und jeder Kunde sollte einfach relativ genau drauf gucken, was für Anforderungen er oder sie hat. Und welches System das out of the box vielleicht schon oder eben mit Zusatzprodukten oder eben mit der Hilfe eines Dienstleisters eben das erbringen kann. Diese Kontraindikation, ich
sage sehr häufig Leuten, die mich anrufen und von mir möchten, dass ich eine Webseite mache oder was auch immer, dass sie mit einem anderen System besser bedient sind. Ich mache keine PHP-Systeme, wenn zum Beispiel jemand kommt und möchte einen reinen Blog machen. Es gibt eine hervorragende Bloglösung für Plone. Und wenn man Plone benutzt und einen Blog in seiner Seite haben möchte, ist das eine sehr gute Lösung. Aber wenn ich jetzt ein reines Blogsystem habe, da bin ich mit WordPress viel, viel besser bedient. Das kriege ich umsonst, das Hosting, die Funktionalitäten, die Integration in Social Web und so weiter ist sehr, sehr viel besser, als das Plone jemals könnte. Der Kernbereich von Plone ist eben wirklich ein Enterprise-Content-Management-System für größere Seiten, für Intranets, für Firmen-Intranets und so weiter. Da muss man eben genau gucken, was können die Systeme am besten. Und ich würde auch nie behaupten, dass Plone für alle Content-Management-Bereiche unbedingt immer am besten ist. Okay, Sebastian, was spricht gegen also, Typo 3? Welcher Anwendungsfall? Ich glaube, wo ich es nicht einsetzen würde, ist eine wirklich klassische Community. Also wenn ich jetzt irgendwie Facebook nachbauen wollen würde, dann würde ich nicht unbedingt Typo 3 dafür anwenden. Weil die Community-Funktionalitäten einfach nicht so ausgereift sind. Darauf ist das Berechtigungssystem nicht ausgelegt. Weil du jetzt vorhin gerade den Shop angesprochen hast. Also wir entwickeln eine Erweiterung für Typo 3, die nennt sich Commerce. Ist also eine Shop-Erweiterung. Ich weiß, für Plone gibt es wahrscheinlich auch 20 Shop-Erweiterungen. Aber ich würde nicht grundsätzlich sagen, dass man, wenn jetzt ein Kunde ankommt und sagt, er hätte gern einen Shop, dem jetzt unbedingt ein Magento aufschwatzen muss. Weil wenn der irgendwie 5 Artikel verkaufen möchte und einen relativ simplen Verkaufsprozess hat, dann sollte man das System einfach wählen, was man am besten anbieten kann. Und das ist in unserem Fall zum Beispiel natürlich dann Typo 3. Und das ist grundsätzlich eigentlich so das, was ich bei Typo 3 so schätzen gelernt habe, dass bisher noch kein Kunde mit irgendeiner Anfrage angekommen ist, die wir mit Typo 3 nicht hätten lösen können. Also wenn der Kunde explizit uns haben möchte, dann können wir ihm das anbieten. Wir müssen dann quasi nicht sagen, nee, das können wir nicht. Das muss ich als Dienstleister auch nicht sagen. Ich sage es also trotzdem. Ich empfehle ihm natürlich quasi zu sagen, ja, mit dem, da sollten Sie lieber woanders hingehen, weil wir haben uns nochmal auf Typo 3 spezialisiert. Aber generell zu uns kommt eigentlich auch keiner, der einen Blog haben will. Nee, aber angenommen, ein Kunde kommt zu mir und möchte eine Shop-Lösung haben. Natürlich könnte ich das anbieten, aber ich würde es dem Kunden gar nicht erst anbieten. Wenn ein Kunde wirklich kommt und möchte eine reine Shop-Lösung haben und kein Content-Management, dann muss ich den eigentlich wegschicken. Weil, was würdest du dem empfehlen? Es gibt diverse Python-basierte Shop-Systeme. Die kenne ich nicht, gibt es noch einen? Ja. da würde ich dann eben sagen, weil ich in Python kenne, würde ich auf Python setzen. Ich würde es nicht anbieten, weil ich mich eben als Plone-Entwickler hauptsächlich sehe. Da bin ich am besten, da weiß ich, dass ich meinen Kunden die bestmöglichste Leistung bieten kann. Ich bin ein Spezialist, ich bin auch natürlich keine Agentur, die verschiedene Leute hat. Das ist bei vielleicht anderen Plone-Dienstleistern eben anders, die dann eben breiter aufgestellt sind. Ich mache wirklich nur Plone und schicke auch wirklich sehr viele Kunden dann einfach weg und sage denen einfach, oder also ich schicke sie nicht weg, sage ihnen einfach freundlich, dass sie mit einem anderen Dienstleister wahrscheinlich besser bedient werden oder auch mit einem anderen System. Okay, wir haben so viele interessante Fragen. Ich darf gleich weitermachen. Sebastian, wie skaliert Typo 3? Eine Sache, die ja für Plone-Anwender klar ist, ja. Dass er seinen SEO-Server aufsetzt, aber wie sieht es bei Typo 3 aus? Wir hatten das ja auch schon im Vorgespräch. Typo 3, was heißt skaliert? Also je mehr Nutzer drauf kommen, umso aufwendiger wird natürlich die Last auf dem Server, das ist ganz klar. Ich habe aber die Möglichkeit, durch irgendwelche Redis-Backend-Systeme, also halt entsprechende Caching-Mechanismen oder auch durch verschiedene Cluster-Lösungen, das Problem zu umgehen. Also bringt das Typo 3 mit? Was? Sind das typische Typo-Erweiterungen? Nein, das sind nicht Typo-Erweiterungen, sondern das macht dann der Administrator. Es ist einfach eine klassische LAMP-Anwendung und die kann ich clustern. Also da brauche ich einen guten Administrator. Das ist wahrscheinlich bei einem objektorientierten Ansatz ein bisschen einfacher. Also Punkt, Plone. Eine Frage an bezüglich Plone, Timo. Gibt es Zertifizierungen für Plone? Wir haben ja gehört, dass Typo 3 entsprechend hier ein, ja,
ein Sicherheitssystem ja eingebaut hat, ja, das verifiziert, dass da die Fehler möglichst klein gehalten werden. Gibt es das in Plon auch? Gibt es nicht. Haben wir nicht. Vielleicht auch, weil es vielleicht dann nicht so viele Plon-Anbieter gibt, dass das unbedingt notwendig ist. Gibt es nicht. Ist meines Wissens auch bisher nicht angedacht. Wäre dann Punkt für Typo 3. Ja, wir haben 1000 zertifizierte, also inzwischen über 1000 zertifizierte Dienstleister. Es gibt keine Zertifizierung für Agenturen. Die ist in Planung und vor allem die Agenturen schreien danach. Die wollen sie jetzt unbedingt haben. Wäre halt interessant zu gucken, also wie diese Zertifizierung aussieht und natürlich, ob ein zertifizierter Typo 3 Entwickler dann wirklich, dass man dann als Kunde auch wirklich die Sicherheit hat, dass er gut ist. Es gibt keine Zertifizierung für die Entwicklung. Es gibt nur für die Integration eine Zertifizierung. Also, dass ich perfekt bin, ein System zu installieren, das sicher aufzusetzen, das Typoskript eben in- und auswendig kenne, weil ich vieles mit dem Typoskript erschlagen kann, wofür ich gar nicht entwickeln brauche. Und je mehr ich damit mache, umso sicherer wird das System natürlich im Endeffekt auch. Ist halt die Frage, wenn das auf so einem niedrigen Level ist, die Zertifizierung. Also ich kann mir vorstellen, es ist kein niedriges Level. Wenn ich mir vorstelle, dass ich dann so einen zertifizierten Typo 3 Entwickler habe, der eben ein Typoskript kann und so weiter, also auf Plon-Ebene, der dann eben Python kann, so Page-Templates und so weiter. Wenn ich den an ein großes Projekt setze, wäre ich mir dann nicht sicher, dass der ein großes Projekt gut durchziehen kann zum Beispiel. Bei kleinen Projekten sicher, irgendwie so ein bisschen Integration, ein paar Add-on-Produkte aufsetzen, dass er das irgendwie kann. Das würde ich so einem zertifizierten Plon oder Typo 3 Entwickler dann eben zutrauen. Aber wenn die Projekte schon ein bisschen größer wären, ist das eigentlich dann nicht mehr wirklich aussagekräftig. Okay. Ja, es ist so, dass wir uns dafür entschlossen haben, die Integratorenprüfung zu machen, also halt einfach TypeScript und so weiter abzuprüfen, weil jemand, der das kann, den Rest sowieso einfach mitbringt, weil niemand wagt sich an das System heran, wenn er überhaupt keine Erfahrung in PHP und so weiter hat. Das heißt also, wenn er so weit gekommen ist, dass er das kann, kann er den Rest auch. Und es gibt natürlich so ein bisschen die Schwierigkeit, wie willst du abprüfen, ob er gut entwickeln kann. Dafür gibt es die SEND-Zertifizierung im Endeffekt, also PHP-Zertifizierung. Sebastian, nur eine interessante Entwicklerfrage und glaube dann die letzte, die wir stellen. Gibt es in Typo 3 zusätzliche Content-Typen, die es in Plon gibt? Was sind zusätzliche Content-Typen? Also, du hast jetzt, was haben wir, klassische Contents, wären Seiten, wären Bilder, wären letztendlich Objekte, die man halt erstellen kann. Ist sowas in Typo 3 möglich? Also sprich, andere Content-Elemente als die vom System schon mitgeliefert werden. Genau. Ja, ist möglich. Du kannst einfach halt das ist das, was ich vorhin mit Temple of Allah gezeigt habe. Das sind die sogenannten flexiblen Content-Elemente. Ich kann also ein entsprechendes kleines HTML-Konstrukt nehmen, kann das wieder mit den entsprechenden Datenstrukturen versehen und kann das dann ganz einfach einfügen als neues Content-Element. Aber ist das dann auch mit Applikationslogik versehen? Ja, das ist mit Applikationslogik versehen, weil ich entweder mit Fluid-Templates arbeite oder aber einfach in dem Temple of Allah wieder auf TypeScript zugreifen kann. Und über TypeScript komme ich ins sogenannte Content-Object und damit kann ich alles abarbeiten, was im Endeffekt Typo 3 anbietet an Frontend-Rendering-Funktionen. Ich kann zum Beispiel auch auf die Grafikbearbeitungstools zugreifen und alles. Gibt es eigentlich andere PHP-Projekte, die TypoScript benutzen? Weil ich stelle mir gerade vor, Das ist eine reine Typo 3-Skriptsprache. Ich stelle mir gerade den Pflegeaufwand vor, also sozusagen eine eigene Sprache zu entwerfen, auch den Aufwand, das sicher zu bekommen. Ist keine Sprache. Okay. Ist überhaupt keine Sprache. Es gibt auch keinen Validator dafür. Sondern es ist nichts weiter wie eine API dann? Oder? Nee, eine API ist es, ja. Bisschen eine API. Also es ist eine API für Core-Funktionalitäten, ja, die halt es einem Redakteur ermöglicht, also der Redakteur verwendet es normalerweise nicht, aber im Endeffekt dem Integrator ermöglicht, ohne dass er jetzt wirklich irgendwelche Erweiterungen schreiben muss, die dann auf die Core-Funktionalitäten zugreifen, sehr einfach eben zum Beispiel ein Menü aufbauen kann. Also er braucht nicht irgendwelche, wenn er irgendwelche Special-Menüs haben möchte, ich habe zum Beispiel schon mal irgendwelche Menüs gebaut mit TypoScript, die mir
die ersten drei Punkte angezeigt haben. Dann kamen die aktuellsten drei News direkt links drauf und dann kamen irgendwie die letzten fünf Punkte oder so. Aber wenn ich mir das jetzt vorstelle, dass wir in Plone sowas hätten, dann würde ich die ganze Zeit denken, ich möchte aber lieber Plain Python haben, weil das kann ich, das ist mein Kernbereich. Ja, aber das kann ja eventuell jemand nicht, der also der Typo 3 Integrator braucht kein PHP. Dem reicht TypoScript und kann damit komplett wirklich auch solche sehr komplexen Elemente machen. Das ist halt explizit so, dass er nicht PHP programmieren muss. Danke, Sebastian. Wir haben noch andere Fragen, die uns sonst davonlaufen. Wie sieht es denn aus mit Hosting grundsätzlich, mit Kosten dafür, mit Anbietern und wie weit lassen sich andere Systeme, ja, ERP-Systeme, integrieren in Typo 3 in Plone? Ja, zum Hosting, da ist PHP natürlich konkurrenzlos günstig. Plone Hosting fängt, glaube ich, in Deutschland bei 15, 25 Euro wahrscheinlich an für eine einzelne Instanz. Also für 5 Euro kriegt man wahrscheinlich kein Plone Hosting. Sobald das ein bisschen größer wird, von den Anforderungen wird es wahrscheinlich ähnlich sein, dass man dedizierten Server hat oder eben virtualisierte Maschinen. Da werden die Anforderungen wahrscheinlich relativ ähnlich sein und vergleichbar. Was ist, Sebastian? Ja, das ist richtig. Also man kriegt ein vernünftiges Typo 3 Hosting ab 5 Euro, weil es halt der ganz normale LAMP-Stack ist, den ich auch für WordPress und so weiter alles nutzen kann. Und wenn ich dann halt wirklich irgendwann mal eine große Maschine brauche, die halt dann irgendwie administriert wird, dann ist es, glaube ich, egal, ob ich da PHP oder Python drauf habe. Okay. Und der Datenaustausch mit anderen Systemen, LDAP-Authentifizierung etc.? Gibt es Plugins für, also Plone hat zur Authentifizierung eine Abstraktionsebene da reingezogen, wo man eine SQL-Datenbank als Authentifizierung nehmen kann, wahrscheinlich das Filesystem, LDAP, Rebus und so weiter, was es da gibt. Ich kann eben auch ein beliebiges Pass-Plugin dann eben für Plone schreiben, wenn ich eben vielleicht einen selbstgeschriebenen Authentifizierungsmechanismus habe. Das gibt es alles, Integration von anderen Systemen. Prinzipiell hatte ich ja eben beim Theming schon gesagt, dass man da eben relativ einfach andere Systeme, auch komplett andere Systeme, die einen anderen Stack benutzen, einbinden kann. Single-Sign-On-Systeme gibt's, kann man natürlich auch für Plone bauen, gibt es, OpenID gibt es, okay, und so weiter. Sebastian. Ich glaube, die Systeme unterscheiden sich da nicht sehr. Also auch bei uns gibt es entsprechende Möglichkeiten, dass wir Fremdsysteme anbinden. Ich kenne auch irgendwelche Systeme, wo SAP zum Beispiel angebunden wird, was immer irgendwie so ein bisschen kracher ist. Gibt bei Plone mit Sicherheit auch irgendwie. Also was definitiv nicht geht, ist es irgendwie per Klick zu machen, aber ich glaube, das gibt bei Plone auch nicht. Ja, das ist halt die Frage, wie man LDAP per Klick einrichtet. Also muss ein LDAP-Server da sein, den muss man. Ja. Da gibt es natürlich ein Plone-Plugin, das kann ich mir zusammenklicken. Also dann die Authentifizierung, Dinge, es ist schon relativ einfach, wenn man diese Plugins hat, aber ja gut, man muss halt wissen, man muss natürlich wissen quasi, wie sind die entsprechenden Mechanismen für den LDAP-Server, also wie ist die Struktur und so weiter. Die muss man dann noch konfigurieren und das mappen und so weiter. Ja, ja, so wie bei uns auch. Gut, Timo, Sebastian, unsere Zeit ist schon sehr weit fortgeschritten. Bitte noch jeweils 2 Minuten ein Statement zu dem, was in der Zukunft in beiden Systemen geplant ist und was passieren wird. Und dann zum Schluss machen wir noch diesen Elevator-Pitch, wo ihr euch gegenseitig überzeugt, dass euer System das Bessere ist, das einzusetzen ist. Aber jetzt erstmal Zukunftsausblick. Was passiert in nächster Zeit? Was kommt an Neuem? Sebastian, wenn du anfängst. Puh, 2 Minuten lang. 2 Minuten. So viel weiß ich gar nicht, aber okay. Nein, so viel weiß ich gar nicht, habe ich gesagt. Ja, was kommt Neues? Es kommt ein sogenanntes File Abstraction Layer mit direkten Verbindungen zu Systemen wie Flickr und so weiter. Es wird ab der Version 4.7 Barrierefreiheit existieren, weil das ist bei Plone ja, glaube ich, schon länger so. Bei Typo 3 ist es so, dass die Bundesregierung uns da Mittel zur Verfügung gestellt hat, dass es eben jetzt in der Version 4.7 auch so ist. Was? Ja, was gibt's noch Neues? Ansonsten ist, denke ich, das Wichtigste und das Neueste das, was in der Version 5.0 kommen wird. Wir haben ein kleines Framework, ein eigenes geschrieben auf Basis von PHP,
was abstrakte Programmierung ermöglicht und was eben dann auch ein entsprechendes Security, entsprechenden Security Layer hat. Also alle die Goodies, die Plone jetzt halt momentan hat und die einfach definitiv Vorteile gegenüber dem Vierer-Branche sind, die haben wir dann im Fünfer auch. Und was definitiv passieren wird, ist, dass nach wie vor quasi vieles, was jetzt im Fünfer entwickelt wird, backported wird in den Vierer. Und vieles, was jetzt schon im Vierer existiert und einfach häufig genutzt wird, wie eben News, also halt einfach diese klassischen CMS-Funktionalitäten, die wird es dann auch im Fünfer geben. Im Fünfer setzen wir Aloha ein als Frontend-Editing. Da haben wir dann also im Prinzip auch nur noch ein Frontend. Es dürften aber trotzdem noch klassische Trennungen da sein zwischen Backend-Nutzer und Frontend-Nutzer. Und ja, das ist im Wesentlichen das, was ich halt sehr, sehr spannend finde und wo bei uns die Reise hingeht. Okay. Danke, Sebastian. Timo, wie sieht es im Plan aus? Ja, also ich hatte ja schon das große Plone 5 Release, was mal geplant war, angesprochen. Unser Problem im Moment ist ein bisschen, dass die ganzen tollen neuen Sachen alle schon viel früher verfügbar waren und viel einfacher zu integrieren waren in die alten Versionen, also bis zur Version 3.3 runter. Was Plone 5 mal sein sollte, war die 3Ds, Dexterity, Dayazo und Deco. Dexterity ist ein neues Content-Typ-Framework für Plone, was eben through the web das Zusammenklicken von Inhaltstypen erlaubt, was auch komplett Roundtrip-fähig ist, das heißt, ich kann es aufs Filesystem dumpen und eben wieder hochspielen, was sehr, sehr nett ist. Deco ist ein Tool, um Seiten zusammen beliebig zusammenzufügen, also hat man so einen JavaScript-Editor und kann sozusagen sich eine Seite aus beliebigen Einzelelementen zusammenstellen, also zum Beispiel Text, Bilder und so weiter, das beliebig zusammenziehen. Und als dritten Punkt, Dayazo, eben der Steaming-Mechanismus, den ich schon gezeigt habe. Unser Problem ist halt im Moment bei Plone Marketing technisch ein bisschen, dass diese, bis auf Deco eben, diese Neuerungen alle schon da sind, alle abwärtskompatibel bis zur Version 3.3 sind und die 5er-Version dann wahrscheinlich Deco als neues Element haben wird. Aber das ist sehr, sehr viel schneller und sehr, sehr viel einfacher gegangen, als wir uns das am Anfang gedacht haben. Und wie gesagt, dadurch, dass die Upgrades einfach waren in den letzten Plone-Versionen, haben wir, glaube ich, unsere Hausaufgaben bei dem darunterliegenden System gemacht. Wenn man jetzt nicht gerade 5 oder 10 Jahre in die Zukunft schaut, da liegen mit Sicherheit auch noch große Aufgaben vor uns. Aber da sehe ich die Zukunft von Plone im Moment sehr, sehr positiv. Danke, Timo. Dann kriegt der Sebastian das letzte Wort, weil er ja heute in die Höhle des Löwen gekommen ist. Und du bist jetzt dran, mit den 30 Sekunden hast du Zeit, deinen Gegenüber davon zu überzeugen, dass Plone das bessere System ist. Timo, jetzt. Ja, also direkt gegen Typo 3. die Zeit ich glaube, wir haben es schon gesagt, also die großen Vorteile von Plone, die ich sehe, sind einmal in der Architektur, dass es eben ein Stack ist, der seit 10, 15 Jahren mittlerweile da ist, dass die Ideen grundsätzlich, dass neue Ideen eingeflossen sind, wie diese Component Architecture, die sehr, sehr mächtig ist. Die Usability sehe ich, da sehe ich Plone sehr, sehr weit vorne im Gegensatz zu vielen anderen Content-Management-Systemen, dass es eben sehr einfach zu bedienen ist, dass eben dann die Kosten für Schulungen eben gering sind. Danke, Sebastian. Timo. Entschuldigung, Timo. Bin ich eins weiter. Okay, Sebastian, deine 30 Sekunden. Also ich denke, die größten Stärken von Typo 3 sind die extreme flexible Wandelbarkeit. Also ich kann damit im Prinzip alles umsetzen, was der Kunde wünscht. Und die sehr günstigen Hostingkosten natürlich auch. Die extrem günstigen Upgrade-Kosten und die Tatsache, dass einfach ungefähr 50% der deutschen DAX-Unternehmen Typo 3 einsetzen. Und dadurch wir inzwischen eine Verbreitung erreicht haben, dass wenn irgendein Redakteur hinkommt, er in der Regel keine Schulung braucht, weil er hat schon damit gearbeitet. Danke, Sebastian. Wunderbar. Dann sind wir am Ende unseres Shootouts. Ich darf auch den Anwesenden hier danken für die Zeit und für das Interesse. Und natürlich möchte ich unseren beiden Referenten danken, dem Sebastian, ja, der jetzt ja, sich tatsächlich zu uns gewagt hat, glaube ich, und gut bestanden hat, und dem Timo mit als Chefentwickler, der, glaube ich, sehr schön die Vorteile von Plone dargestellt hat. Vielen Dank. Danke. Thank you.
Nichts.